Hallo, willkommen zu dem Freischütt-Programm. Wir gehen wieder mit dem Versprechen zwischen Abraham und dem Wort Gott Abraham gab. So, wir wollen in 1. Mose 15 von der Wiedergehen, von Vers 7 wieder. So, wir gehen wieder durch, wie wir mal abgehört haben. Und hier passiert was bitterlich, gewöhnlich gaudet. Und ein Ding, was wir verstehen machen, und um die Bibel zu verstehen, dass durch die ganze Bibel, erst dort ging ab Gott sein Versprechen und nicht ab unser Wort. Bitte am Gesetz, von dem Gesetz von Moses, du ging dort ab unser Wort und ab unsere Dinge, was wir uns verdenken. Aber eben die ganze Bibel, der ist dort jetzt ab Gott sein Versprechen und du war wir uns von der Umwelt beschaffen. Vers 7. Und der Herr sagte zu Abraham, ich sehe der Herr, der die von Ur, der Chaldea, ihre Stadt hergebracht hat, so dort ich dir das Land geben können, dort das Ding können sein. So hier redet Gott, war er zu Abraham, sagt er so, du bist hier nur in Kanaan, ich habe dich von Ur und Chaldea hier angebrochen, um dir das Land zu geben. Dann in Vers 8, kam Abraham. Und Abraham sagt, Gott, mein Herr, wo kann ich vorhin, dort das soll mein sein. Na, wollen wir uns mal feststellen. Die Bibel redet von dort Kanaan wie ein sehr schmackes Land, sehr fruchtbares Land. Und wir wollen besonders, wenn Moses die Kundschafter durch Hand schickt, dass die Bibel ist ein Ütje Tee in das sehr schmackes Land. Und wir wollen dort die Bibel dort wie ein sehr schmackes Land. Wollen wir uns feststellen, dass Abraham auf diese Eva sagt, die kann dort Land sein, die kann dort sein, wo fruchtbar dort ist, wo schmackt dort ist und so weiter. Und dann sagt er, und Abraham sagt, Gott, mein Herr, wo kann ich dort vorhin, dort das soll mein sein? Na, Gott hat auch lange gesagt, dort ich werde dich nur ein Land bringen, wo ich die Wiesen baue, ich werde dich daheim bringen, dort soll dienen sein. Und hier ist er nun mehr durch, und dann hört sich dazu, es war ein Fall Zwiebel. Und dann sagt er, wo kann ich dort vorhin, dort das soll mein sein? So, und dann hier passiert das Wichtige von hier wieder. Und der Herr sagt, bring einmal eine 3-jährige Hackling, eine 3-jährige Kase, einen 3-jährigen Bock und 2 Döben. Na, hier befiehlt Gott Abraham, bring mir mal die 3 Tiere, mal die 2 Döben, und dann bauen wir mal Opfer mehr. Wir wollen wieder gehen. Abraham brachte und schneidete in der Länge und den Mad ab, dann lädt er der eine Rie immer eine Half gegen Eva von der anderen. Die Fehl schneidet er nicht eine Half. So, Abraham bringt die Tiere, er schlachtet, er leichtet durch an. Der Hackling schnitt er ab, leichtet so ob die leicht durch an. Der Chop und der Kals kriegt so, leichtet durch an und durch ab eng, dann auch die 2 Döwen an. Und wir waren bald noch bei gekommen, aber das wäre was sehr wichtig, was in der Kultur, wo du dann wir, das wir ein bekannter Ding. Und normal würde mit einem Tier passiert sein. Aber hier merkt Gott, dass er das bringen wir von all den Tieren ein her. Und das andere Ding, was hier passiert ist, hier haben wir auch ein Bild für das Gesetz oder für die Tiere, die im Gesetz hier abfahrt worden, und ein Bild für Jesus in Kum. Haben wir hier auch bei Abraham. So, das sind 2000 Jahre vor Jesus hier. So. Und dann in Vers 12, war in Vers 11 erlogen. Aus der Sonne dann unterging, käme du ein deiper Schlupf ab Abraham. Dort ward sehr dichter und eine große Furcht käme über ihn. Dann ist das abfallend, dort Abraham hat die Tiere geschlachtet, hat die Haie leicht, dort die Sonne ist untergegangen. Dann käme du ein deiper Schlupf ab Abraham. Dann wollen wir uns feststellen, dass das Bund, was hier passiert, der ist nicht an Abraham gebaut. Weil's Abraham schlapp. Wir haben hier nichts mit Abraham zu tun. Das passiert zwischen Gott und Gott, und du, wo wir Boten haben, komm. Und am Verstrettchen, Bad Sastien, wo wir ütlopen, wenn du redest Gott von den 400 Jahren, wo die waren Sklaven sein in Ägypten und so weiter, du redest doch von, wir waren von Vers 17 wiedergekommen. Aus der Sonne ist unerging, und dort dieser Wort, so in Vers 12, aus der Sonne unterging, dann kam der Deiber Schlupp, und so in hier, in Vers 17, und sagt dort, und aus der Sonne unterging, und dort dieser Wort, trocken du 2 Dinge zwischen den 2 Halsen von dort Fleischsteig, ein wie ein Viertab, der Gott qualm, dort andere wie ein Vierstock, der du klar brennt.
Na nu, wenn wir dem Klimaziwort verstehen von der Kultur, der Deutheit, zum Beispiel, wenn wir zwei Personen wurden in Handel gemerkt haben, warum sagen ich habe mir Lohn angeschaut oder ich habe den nächsten Wort versprechen, was ein großes Versprechen wir, dann würde ich zum Beispiel, ich würde sagen, so, wir waren einen Schub schlagen, wir waren dann mal abschneiden, und ich würde durchgehen, und ich würde mein Versprechen geben, dass das, was wir bereit haben, dort hole ich an. Und mit dem, dass ich dort durchging, verpflichte ich mich, und ich sehe, dass wenn ich mich nicht und das hole, was ich versprechen habe, dann kostet mir mehr so dann als mit dem Tier. Und die nächste Person, die würde durchgehen. Wenn ich durchgehen würde, dann würde ich sagen, okay, wenn ich mich und das, was wir bereit haben, nicht und holen, dann kostet mir mehr auch so dann, als was wir mit dem Tier tun haben. So, das wird auch gemerkt. Ein Bund, was wir verstehen, ein Bund, ging nicht ohne Schritte gehen aus mit dem Tod. Ein Kontrakt ist ganz das Wort aus dem Bund. Wir glauben manchmal, ein Kontrakt ist massa Männer dort, wo ein Bund nur ist. Ganz das Wort. Ein Kontrakt können wir immer umändern. Wenn wir uns dort bereden, dann können wir den umändern. Ein Bund nicht. Ein Bund kostet ihn nicht umändern. Wenn ein Bund gemerkt ist, du gehst zurück, wo du stirbst. So, das ist der Unterschied zwischen einem Kontrakt und einem Bund. So, und das wird gerade hier der. So, in der Wirklichkeit, wenn ein Bund wird zwischen Gott und Abraham, dann hat ja Abraham du musst durchgehen. Aber der Dead geht. Abraham schlapp. In Vers 12, sei wie dort ganz klar, dass Abraham schlapp, wenn es das hier passiert. Und da passiert Krieg, wenn so das Krieg dieser geworden, passiert das hier. Na, hier, Vers 7 hier. Ein wie ein Viertop, der du Gott quälen, das andere wie ein Vierstock, der du klar brennt. So, hier sind zwei Dinge, die du durchtreibst. Nein, der andere Ding, was hier ist, der Herr, so Jesus, eine Person, die wie hier bei Abraham. Das fängt wir in Vers 5. Dann hier in Vers 17 sind die anderen zwei Dinge, und das sagt die Bibel, verstehe, sind Gott und der Heilige Geist, was du durchtreibst. Die Viertop und die Vierstock. So, wenn wir in der Bibel lesen und wir dort uns dort noch studieren, dann fangen wir dort das Vierstock, das ist die Bedienung für den Heiligen Geist. Im Tempel, du wirst das 7 Ohren ja leuchter, wo du wirst, das ist ein Teken für den Heiligen Geist. Wenn sie müssen immer brennen, die müssen immer Öl haben, dass sie brennen können. Und die Deutheit, wenn die Menschen reisen, dann haben sie den Dach, die haben einen Stock, da bauen wir einen Bowl von Zeich oder vielleicht auch manchmal ein Kampchen mit Ölbogen, da wird der Lamp. So, das ist ein Teken im Alten Testament für den Heiligen Geist, auf vielen Städten. So, und das Viertop, wenn wir an Daniel denken, in verschiedenen anderen Bibelstädten, so, oder wenn so die Saat sie gegeben wird, was kommt du? Gott wird du, du dreht ja, die ganze Bauch, du dreht ja, du wirst eine Qualm, eine Rück, ganz bedeckt, und du wirst eine Wald, so, du wirst Gott seine Gegenwart. So, Gott verpflichtet sich hier, und der trägt du da. So, hier so, ich habe Abfall, ich habe das Kölnerkes gemalt, aber wenn wir uns feststellen, das sind drei Tiere, Maya die Döwen. So, ein Tier ist geschlagen, aber mehr abgeschnitten, der andere hat geschlagen, aber mehr abgeschnitten, der andere auch so. So, und das habe ich kurz erklärt, wenn eine Person ein Bund mögt, dann ging der durch. Und wenn ich diesen Bund nicht hole, dann komme ich angebracht worden. So, und das, was Gott hier tut, mit Abraham. Gott verpflichtet sich hundertprozentig, dort Abraham weißt du was. Dort das Land, wo du oben stehst, dort gebe ich dir. Und dort verspreche ich dir ab mir selbst, nicht ab eins oder andere, oder nicht ab dir, Abraham. Wenn's Abraham wirklich so Gott, Abraham wirklich so ein vollkommener Mensch, dort bei uns Abraham aufhängig, wie dort heute schreien wird. Wir haben noch Kapitel 22, Vers 16 drehen. Ich will Vers 15 und 16 lesen. Dann raubt dem Herrn sein Engel vom Himmel noch einmal nur Abraham und seht, der Herr sagt, ich verspreche dir mit einem Eid ab mir selbst, Gott ab sich selbst, weil du so gehandelt hast mit dem Prostück und hast mich denen ihnen sehen, hast nicht denen ihnen sehen, trägt. So,
hier in dieser Geschichte wurde hier am Jet erst Abraham seinen Sehen opfern soll. Aber hier sagt dort, dass Gott hat schwört, wie sich selbst, dass Abraham dort Lohn portiert. Das Sehen wird Abraham, dort wird er nur kommen. Weil von hier kommt der Messias, von hier kommt Jesus, Abraham, Isaac, Jakob, von du jetzt allein wieder. So, und deswegen wird es so wichtig, dass das Bündnis wir nicht an Menschen gegründet. Wenn wir an Menschen gegründet waren, dann haben wir nur eine Gebrechung. Das sei wie im Gesetz, zum Beispiel, wenn du wie Luther davon reden, aber den Tag, wo das Gesetz gegeben wird, dann, wenn Moses vom Bord heraufkam und das Volk Israel darauf erschlamm und haben sich da einen Kopf abgegoten und sind in Götterdienst reingefallen, in Hurerie und verschiedene Sachen. Den Tag, wo das Gesetz kam, sterben da 3000 Menschen. Weil es wird, wenn es wie ein Ding zwischen Gott und Mensch. Und hier ist dort ein Ding zwischen Gott und Gott. Und wenn man denkt, es zwischen Gott und Gott, dann kann er ihn dir dort nicht prägen, wenn du das Gott sein Ding. Und dort ist es sehr wichtig, dass wir dort verstehen, dass Gott verpflichtet, dort zu tun. Weil 3 und Vers 17 denken. Wenn diese Opfer du sind und die Person, die du dir hast, die verpflichtet 100%, solange ich lebe, breche ich dich nicht. Und wenn ich das breche, dann kannst du mich anbringen. In Wirklichkeit sieht Gott, du, Abraham, wenn ich das nicht hole, was ich hier verspreche, kannst du mich anbringen. Ja, dort hört sich von nicht, aber dort, wo du bist. So, und dort, wenn du zwei Personen wären, wenn du im Bund müssen, und der eine hält sich nicht von denen, was du passiert ist, der wird angebracht. Dort, wo du einmal passiert. So, und dort, was hier passiert, dort Gott merkt ein Bund mit sich zwischen Gott und Gott. Vers 18. Den Tag merkt der Herr einen Bund mit Abraham und seht, ich werde denen nur kommen, der Lohn geben von der ägyptischen Riefer, Bad den großen Euphrat rief. So, und hier sagt Gott, hier habe ich ein Bündchen gemerkt, und jetzt dort steckt Land, wo ich dir geben will. Dankeschön für die Taukirche, bis zum nächsten Mal.